Hallo, herzlich willkommen auf der OMR. Ja, ehrlich gesagt dachte ich, dass KI inzwischen schon weiter wäre. Deshalb habe ich nicht geplant, persönlich hier zu sein. Aber wie ihr seht, ist mein Avatar noch nicht 100% überzeugend, das tut mir leid. Lasst uns trotzdem starten. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Amok! Hallo, MR! Wie schön in echt hier zu sein und natürlich unter Menschen zu kommen. Und ihr habt gesehen, mein KI-Avatar, der ist noch nicht so richtig cool, sondern genau, ich liebe Menschen, ich liebe diese Konferenz und deswegen bin ich froh, hier zu sein und über KI zu sprechen, aber natürlich das, was sich hier gerade bewegt, mit welchem exponentiellen Wachstum das vorangeht, darüber möchte ich mit euch sprechen, denn ich glaube, nach dem App Store und nach den anderen großen Wellen ist das eine der wirklich verrücktesten Dinge, auch die ich bisher erleben durfte. Aber oftmals hilft Kontext. Wo kommen wir eigentlich her? Und 1956, also knapp vor 70 Jahren, hat das angefangen. Und wenn man sich die anderen Entwicklungen der Menschheit anguckt, dann ist das relativ schnell. Ja? Weil vor 70 Jahren gab es die allererste Idee. Da waren ein paar Geeks, ja? Ein paar Mathematiker, Informatiker, die gesagt haben, hey, mittlerweile können wir so komplex programmieren und wir haben diese Tools damals, Schleifen und If-Statements und Datenbanken, gerade in der ersten Generation gehabt und sagen, okay, jetzt können wir damit eigentlich künstliche Intelligenz abbilden. Also 1956, ein toller Start. Und dann 1964 die erste echte Anwendung, wo übrigens damals, vielen Dank, wer in dem Projekt damals dabei war, eine Menge Geld reingeflossen ist. Es ist so ähnlich, als würden wir heute in Fusionsenergie investieren. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, ob es funktioniert, aber die Leute, die dort investieren, die Leute, die ihre Zeit dort investieren, sagen, wir glauben, als Menschheit schaffen wir das, auf diesen Standing on the Shoulders of Giants, da stehen wir heutzutage, weil genau diese Menschen Gas gegeben haben. Und natürlich, ELISA war ein Fail, hat nicht richtig funktioniert, aber es sind diese Pioniere, die wir manchmal, glaube ich, auch wieder mehr fördern und feiern sollten, die gesagt haben, hey, ich habe es versucht. Und es gab natürlich damals auch schon eine Menge was. Und dann 1997, da wurde es dann quasi, KI hat die Massen erreicht, fast so ähnlich wie die Mondlandung, weil Schach war das intellektuelle Spiel. Ja? Wer gut Schach spielt, der ist clever, der ist klug, der ist einer der besten oder die besten Köpfe, die wir haben. Und jetzt hat auf einmal die KI den besten Schachspieler der Welt geschlagen. Erstmal nur in einem Spiel und danach in einem offiziellen Tournament. Und das war wirklich, wo man gesagt hat, wow, wo stehen wir da? Dann wissen wir natürlich, wenn wir jetzt von 97 bis heute 23 schauen, dass im Grunde genommen gar nicht viel passiert ist. Ja? Sondern es gab danach keine großen Durchbrüche mehr, sondern aber das war erstmal da, wo man sagt, okay, jetzt kommt das und hat es wieder sehr, sehr lange gedauert. Ich selber, Technologie begeistert, habe es auch genutzt. Ich habe eine Dokumenten-App gebaut mit einem großen Team, wo wir gesagt haben, hey, eigentlich ist die Technologie da und wir können Dokumente verstehen. Wir können sehen, ist das ein Vertrag? Ist das ein NDA? Ist das eine Rechnung, die bezahlt werden muss? Und so weiter. Und wir haben ein Do-the-Document-App relativ umfangreich, groß gelauncht, viel investiert. Wir hatten 100 Mitarbeiter, sind aber gescheitert. Kann man natürlich auch sagen, ja, wir hätten noch härter arbeiten können, wir hätten es besser machen können. Aber die Technologie war einfach noch nicht da. Das heißt, wir hatten die Idee, um zu sagen, hey, wir können diese Dokumente verstehen, aber am Ende des Tages, wenn man zum Beispiel Du installiert hat, weil die Rechenkapazität hinten noch nicht da war, lief halt ständig der Lüfter, das hat nicht wirklich funktioniert. Aber es gab damals auch schon die Idee zu sagen, hey, eigentlich könnten unsere Dokumente intelligent werden. Ja, und dann 2016, informationstechnisch ein großer Durchbruch, nämlich mit Go. Go ist ein Spiel, das nochmal viel, viel komplexer ist als Schach. Und da war der Mensch bisher dann doch noch besser, weil die Algorithmen einfach nicht so waren. Die konnten diese komplexen Themen nicht abdecken. Das heißt, das war nicht möglich. Und in diesem berühmten Zug 37 hat dann der Computer, übrigens aus England entwickelt, heute leider Teil des Alphabet-Konzerns, DeepMind, den besten Spieler der Welt mit dem Zug 37 geschlagen. Und Go ist komplex. Und was mich so bewegt hat, ist,
dass der Mensch in dem Moment geweint hat. Er hat gesagt, dieser Zug war so unfassbar elegant und schön, dass es übermenschlich war. Und er hat wirklich, er war total emotional ergriffen von diesem Zug und hat dann verloren. Und ab dann ging es natürlich immer weiter. Das heißt, dann hat gar nicht mehr Go von den, also das DeepMind von den Menschen gelernt, sondern sich selber beigebracht, war besser als jede Version und so weiter. Von da ging es dann ab. Ja, um es nochmal im Kontext zu setzen, was passiert hier eigentlich gerade? Das Telefon, sicherlich eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit, da hat es 75 Jahre gebraucht, bevor das eine Massenadaption gefunden hat. Bei ChatGPT sprechen wir über 2 Monate. Das ist wirklich unfassbar, wie sich unsere Welt quasi über Nacht komplett ändert. 2 Monate, das ist einfach verrückt. Und wenn man da nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, was war das nächstgrößte, das war die App Store Era. Weil auf einmal hatten wir oder viele ein Smartphone, es gab einen App Store, man konnte es ganz schnell verteilen, die Software, und eben nicht mehr CD-ROMs in Mediamarkt stellen oder in Walmart, sondern wir hatten einen App Store. Und ich habe damals Glück gehabt, durfte mit bei Wunderlist arbeiten und wir waren damals eine der schnellst wachsenden Applikationen. Wir waren natürlich unfassbar stolz, dass wir in 280 Tagen ungefähr 1 Million User hatten. Das war ein bombastisches Ding aus Berlin heraus. Aber wenn ich das heute in den Kontext stelle und sage, es geht hier über 100 Millionen User und es geht darüber, das Ganze in 60 Tagen zu erreichen, dann weiß man, wir sind ein Sandkorn gewesen. Okay, aber jetzt ist es super spannend, wenn du das weiterrechnest. Was passiert mit der nächsten Generation, wo sich die KI zum Beispiel schon selber vermarktet, wo wir eben noch schnellere Netze haben, noch mehr vernetzt sind? Ist es nochmal 1000x schneller, 5000x, ich weiß es nicht. Das heißt, es kann im Grunde genommen passieren, oder wahrscheinlich wird es sogar passieren, dass innerhalb von einer Woche wir 1 Milliarde Menschen auf einer Technologie haben, die einer von euch heute entwickelt. Das finde ich richtig cool, weil everybody gets empowered. Es ist eben nicht mehr, dass es die großen Konzerne nur können, sondern andere. Aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr scary, weil wenn wir es gar nicht mehr kontrollieren können quasi, weil es innerhalb über Nacht 100 Milliarden Menschen erreicht, ist es einfach ein Problem. Aber das sind diese exponentielle Entwicklung, die, glaube ich, so gar nicht erkannt wird. So, und wo ist jetzt spannend? Ich hoffe, ihr alle habt einmal ChatGPT verwendet, sonst ihr habt es 1000 Mal gehört. Bitte, bitte ernsthaft, probiert es, ist einfach amazing. So, aber worum es eigentlich geht und wo die Magie entsteht, ist, wenn ich das alles kombiniere. Das heißt, ChatGPT ist stark darin, mir eine Geschichte zu schreiben, weil es halt sehr, sehr stark im Text ist. Dann gibt es andere Tools, die können herausragend Avatare generieren. Das heißt, eine AI ist stark darin, Geschichten zu schreiben. Die nächste ist stark darin, daraus tolle Menschen, aufregende Figuren, Tiere und keine Ahnung was zu bauen. Und die nächste ist stark darin, diese zu animieren. Und von da aus geht es dann weiter. Und wir bauen einen ganzen Film zusammen, weil das wiederum diese KI gut dafür ist, komplette Szenerien, irgendjemand geht am schönen Strand entlang oder was auch immer. Und hinten raus kann sie sich dann sogar noch selbst vermarkten. Und das ist around the corner. Wir sprechen hier über eine Woche, über 8 Wochen, über 12 Wochen, ich kann es euch nicht sagen, aber das wird jetzt passieren. Das heißt, ein Sony Studio, was früher mit einer hohen Marktkapitalisierung und einem Team, was eben keiner hatte, weil sie genau diesen einen mega geilen oder mehrere hoffentlich Creative Writer hatten, weil sie genau diesen Menschen hatten, der ein Gespür hatte für Charaktere, weil sie danach ein riesen Vertriebsnetzwerk hatten. All das kann jeder Einzelne von euch über Tools, die in den nächsten 2 bis 8 Wochen, 12 Wochen auf dem Markt sind, gestalten. Ihr könntet die größte Videoproduktion der Welt werden. Und das ist das, was passiert, weil 1 und 1 halt eben nicht 3 ist, sondern sogar 12 ist hier, weil es einfach immer weiter kett ist und das ist echt spannend, was da passiert. Und ich nenne das the hybrid human. Wir alle werden eins werden mit der AI, wir alle haben unser Smartphone, ich weiß gar nicht, gibt es irgendwelche Studien, wie oft wir das am Tag berühren. Wir sind schon ein bisschen mit dem Smartphone zusammen, aber das wird jetzt einfach noch mehr. Das heißt, wir werden einfach ein Hybrid-Human. Und ich glaube, wichtig zu verstehen ist auch, nimmt KI uns die Jobs weg? Ja, ein Teiljob. Aber wichtiger ist zu verstehen, jeder, der sich damit nicht befasst, der nicht sagt, ich gehe jetzt den nächsten Schritt und befasse mich mit diesen Tools. Du musst nicht mehr Entwickler sein. Da ist auch Kreativität gefragt, da ist Ehrgeiz gefragt, da ist einfach mal probieren, machen, informieren, wie heute gefragt. Wenn du das nicht machst,
dann wird dein Job ersetzt von einem Menschen, der genau das macht. Das ist meine ziemlich sichere Theorie. Das heißt, es gibt Leute, die können mit AI-Tools umgehen, nochmal, die müssen gar nicht Programmierer sein, und es gibt Leute, die setzen die nicht ein und die werden dann einfach schwieriger einen Job finden in Zukunft. Das ist das, wo es hingeht. Viel diskutiert, Chance versus Risiko. Und da will ich kurz reingehen, weil mir das natürlich auch sehr am Herzen liegt. Fangen wir mal mit den guten Nachrichten an, denn es gibt eine Menge guter Nachrichten. Das erste ist erneuerbare Energien, ein Herzensthema von mir. Und ich glaube, wir müssen hier mehr mit fundamentalen Physik, Chemie, Mathematik und so weiter rangehen und sagen, was funktioniert wirklich? Was sind die Probleme? Was sind die Lösungen? Und es sind komplexe Themen. Also auch allein ein Windrad aufzustellen und es zu entwickeln und so weiter, das ist hochkomplex. Wir Menschen und auch ich sind einfach nicht so gut wie diese KI. Die KI hat mehr Daten, sie kann schneller verarbeiten, sie kann komplexere Modelle machen. Und deswegen werden wir bessere Windräder bekommen. Wir werden übrigens, was heute schon eingesetzt wird, Fusionsenergie bekommen. Ich weiß, dass da einige drüber lachen, ich bin dort leider nicht investiert, aber ich glaube an Fusionsenergie. Und ich glaube, die Leute unterschätzen, wie sehr wir neue Lasergenerationen und anderes mit Hilfe von KI, weil wir dieser Hybrid Human werden, auf einmal weiterentwickeln. Also für erneuerbare Energien liefert KI enorm wichtige Dienste. Auch für die emissionsfreie Mobilität, denn am Ende des Tages müssen wir die Daten verstehen, wir müssen die nächste Batteriegeneration machen, wir müssen die Netze bauen. Und auch hier wird KI uns helfen, schneller und effektiver emissionsfrei zu reisen. Ernährung. Wie viel Scheiße esse ich auch noch jeden Tag? Und wenn wir uns fragen, wie können wir eigentlich mit der Umwelt im Einklang produzieren, wie können wir es dann irgendwohin liefern, um danach dann, wenn ich heute Morgen Hunger habe, dass ich dann das gute Essen mit einem möglichst geringen Fußabdruck für unsere Umwelt esse. Das ist komplex und hier kann KI helfen. Medizin, sehr, sehr interessant. Denn heute, wenn wir krank sind zum Beispiel, nehmen wir oftmals Tabletten. Das ist ein tolles Geschäftsmodell. KI wird uns helfen, den Körper noch besser zu verstehen und Proteine, mRNA und so weiter, andere Dinge zu entwickeln, indem wir unseren Körper für immer sehr, sehr sanft heilen können. Ja, dabei werden wir Fehler machen und es muss ethisch diskutiert werden. Aber ich glaube, wir haben eine Chance, durch diese Verbindung aus Software und KI eine wirklich bessere Medizin für mehr Menschen anzubieten. Das ist immer meine Prämisse, wenn ich investiere. Ja, am Anfang ist es vielleicht das teure Model S, aber am Ende will ich immer sehen, wie können wir es in der Menge zu einem wirklich fairen Preis anbieten. Und hier wird KI helfen, damit wir Leuten wirklich helfen können, die Parkinson und andere Dinge haben. Wir entwickeln zum Beispiel ein Protein, wird jetzt zu weit gehen. Und das ermöglicht dann vor allen Dingen günstigere Medikamente, die sehr einfach anwendbar sind und die nicht jeden Tag, jede Woche geschluckt werden müssen, womit die Pharmakonzerne, was ja okay ist, ein Geschäftsmodell, sehr, sehr viel Geld verdienen. Das werden wir schaffen. Wir werden den Körper reprogrammieren können und damit werden wir Gesundheit für mehr Menschen zu einem wirklich günstigen Preis anbieten. Megacities, wir werden immer mehr, auch hier auf der OMR, eine unfassbar logistische Leistung, diese Menschen hier reinzubekommen, rauszubekommen, ist alles sicher machen. Hier wird uns KI helfen. Aber natürlich, es gibt auch Herausforderungen. Wir sollten darüber sprechen und ich will darüber sprechen, schon lange, auch im Kanzleramt und so weiter, weil es ist einfach, es muss eigentlich auf die politische Agenda auch, die Chancen und die Risiken und es ist leider noch nicht da. Denn jedes Tool, was ich entwickle, selbst wenn ich ein Messer damals entwickelt habe, kann ich damit Menschen töten. Messerstecherei, ganz schlecht. Ich kann natürlich auch damit ein tolles Gericht kochen. Das heißt, KI wird missbraucht werden. Für Betrug, für Deepfakes, für was auch immer. Das heißt, KI wird von den falschen Menschen mit den falschen Intentionen als starkes Tool zum Einsatz kommen. Arbeitsplätze. Für mich das Hauptproblem ist, dass wir gar nicht mehr so viel produktive Menschen brauchen, weil Roboter, Software und so weiter immer mehr machen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn mehr können Fußball spielen, auf Konzerte gehen und so weiter. Alles, was ich bis jetzt lernen durfte, ist aber, wir brauchen auch unseren Job. Als Anerkennung, weil es wichtig ist, dass wir ein Team sind, dass wir was erreichen. Das heißt, ich glaube, eine der größten Herausforderungen durch KI, wenn es so produktiv wird, wie das ziemlich sicher passieren wird, ist, wie geben wir den Menschen Purpose of Life? Und in der ersten Moment glaubt ihr alle, ey Frank, wenn ich den ganzen Tag frei habe, wie geil ist das denn? Aber ich kann euch sagen, weil ich einige Freunde und auch ich das Glück habe, nicht mehr arbeiten zu müssen, es wird ziemlich schnell ziemlich langweilig. Und das wird eine der Herausforderungen. Wie bringen wir die Leute da rein, immer noch in einem Team Leistung zu bringen, Spaß zu haben und a meaningful life zu haben?
Deepfakes, toll natürlich, wenn der Richtige, wie der Trump, verhaftet wird, leider Deepfake. Aber naja, also wir werden einfach sehen, wir wissen gar nicht mehr, was eigentlich die Realität, was ist nicht die Realität. Und das ist ein riesen, riesen Problem. Und dann das große Thema Singularity. Wann wird die AI so gut werden, dass sie sich immer weiter selber entwickelt? Und dann sind wir einfach an einem Punkt, wo es richtig auch gefährlich wird. Ich kann es leider auch gar nicht anders sagen. Es gibt Experten, die sagen, das ist in 10 Jahren. Es gibt Experten, die sagen, es ist in 100 Jahren. Ich glaube, alle wirklich klugen Köpfe, die ich respektiere, sagen, es wird passieren. Und wir wissen alle nicht, was dann passiert. Muss man ganz fairerweise sagen. Das heißt, wir sollten jetzt darüber nachdenken. Und vor allen Dingen brauchen wir ein starkes Europa, damit wir eben nicht zwischen Alphabet, Tesla und Apple und so weiter die Sachen entscheiden, sondern dass wir europäische Player haben, damit wir auf der Weltbühne, wo diese Dinge dann verhandelt werden, ähnlich wie damals bei nuklearen Waffen, dass wir dann ein Sprachrohr haben, dass wir mitsprechen. Das ist enorm wichtig, denn die wird kommen. Und dann natürlich entwickeln wir uns zurück, weil wenn ich gar keine Leistung mehr bringen muss, wenn ich gar nicht mehr denken muss, es gab ja schon die Theorie beim Taschenrechner, dass wir alle dumm werden, weil es Taschenrechner gibt, glücklicherweise nicht passiert. Aber hier muss man auch ganz klar sagen, was ChatGPT mir alles beantwortet, ich werde auch lazy. Nutze ich es im Guten und entwickle mich noch mehr weiter und lerne noch mehr, befasse mich noch mehr, also stimuliere mein Gehirn noch im besten Wegen, ich hoffe. Aber es gibt natürlich auch die Gefahr, dass wir alle eher zu dummen Konsumenten werden und uns eben nicht weiterentwickeln. Und das ist mir das Wichtige heute, deswegen vielen, vielen Dank für euer Interesse. Wir müssen alle gestalten. Wir können nicht einfach sagen, das ist nicht mein Thema. Ihr werdet daran nicht vorbeikommen. Meine ehrliche, feste Überzeugung. Das heißt, auch wenn ihr kein Entwickler seid, befasst euch damit. Politiker, die hier sind, wir brauchen eine europäische Agenda, was immer sie ist. Ich glaube, wir sollten Daten mehr nutzen. Man kann es diskutieren, aber das Thema kommt jetzt und wir alle müssen es gestalten. Vom Kindergarten über die Schule, über die Uni, bis hin natürlich zu der Deutschen Telekom, zu Volkswagen, zu den ganzen großen Multikonzernen, weil es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich versuche halt natürlich im Startup-Bereich meinen Teil reinzubringen. Ab und zu schreibe ich darüber in meinem LinkedIn-Newsletter, gerne folgen. Vielen, vielen Dank. Es war toll hier in Hamburg. Vielen, vielen Dank. OMR.